Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Auch ohne dich glücklich. Heute möchte ich das Thema die neue Partnerin und Eifersucht ansprechen. Du verspürst eine extreme Eifersucht gegenüber der neuen Frau. Vielleicht hast du erfahren, dass dein Ex-Freund eine neue hat, vielleicht schon länger. Vielleicht seid ihr seit kurzem erst getrennt oder auch länger. Es ist vollkommen egal. Du verspürst jetzt so eine Flut an Emotionen, hast das Bedürfnis, diese Frau auszuspionieren, auszurecherchieren. Du stellst dir Sachen vor, die sie vielleicht gemeinsam unternehmen. Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du weißt gar nicht, wie du mit diesem ganzen Sensationswust jetzt umgehen kannst. Hier möchte ich dir einen Gedankenansatz dazu bieten. Erstens, Eifersucht ist das Gefühl, dass irgendeine Ressource von dir, von der wir wenig haben oder gar nichts haben und die unbedingt gehabt werden will, bedroht wird. Das heißt, du verspürst dieses Gefühl der Eifersucht, wenn jemand anders scheinbar in deiner Interpretation das, was du haben willst oder das, wovon du zu wenig hast, für sich vereinnahmen will. Okay, du könntest also irgendeine Ressource, die dir fehlt oder von der du zu wenig hast, verlieren. Überlege dir deswegen, welche Ressource ist das? Was ist es genau, was du glaubst, hier bedroht zu haben? Ist das seine Aufmerksamkeit? Ist das seine Zeit? Ist das immer noch die Hoffnung, dass vielleicht ihr doch noch zusammenkommt? Ist das sein Geld? Geht es vielleicht um die Kinder, die Ressource, die Liebe deiner Kinder, dass die neue Frau das Kind kennenlernt und die Liebe deiner Kinder wegnimmt? Definiere für dich selbst, um welche Ressource kämpfst du hier innerlich? Worum geht es? Schritt Nummer 2, werde dir dann klar, dass diese Eifersucht eigentlich ja nicht für ihn als Menschen, als Ressource besteht. Denn das, was er zu geben hat, willst du nicht, brauchst du nicht. Woher weiß ich das? Weil ihr nicht mehr zusammen seid. Entweder hast du ihn verlassen, weil es anders nicht mehr ging, dann willst du nicht das, was er dir zu bieten hat. Oder er hat dich verlassen, weil die Beziehung nicht funktioniert und er für dich nicht da sein kann, so wie du es brauchst. In beiden Fällen willst du nicht, was er dir zu bieten hat. Das heißt, seine Liebe, seine Beziehung ist es nicht. Hier dieser Gedankenansatz, den ich anbieten möchte. Wenn du noch eifersüchtig auf diese neue Frau bist, erstens ist es normal, wir spüren das alle. Aber wenn du da tiefer hineingehst, dann könnte es eine Bedeutung dafür sein, dass du immer noch eine Verbindung zu ihm spürst und suchst. Du hast immer noch diese Hoffnung, dass diese Verbindung, diese Ressource für dich ist und dass die immer noch zurückkommt oder größer wird. Du spürst jetzt diese Verbindung zu ihm bedroht. Jemand anders hat eine Verbindung zu ihm aufgebaut. Und der Schlüssel, um über den Ex hinwegzukommen, ist, eins der vielen Schlüssel, die Hoffnung verlieren. Die Verbindung verlieren. Die Verbindung zu ihm als Ressource zur Liebe. Die Verbindung zu ihm als Ressource für Liebe, Zuneigung, Trost, Empathie, Lebensbegleiter ist nicht mehr da. Und trotzdem bist du immer noch an dieser Ressource gebunden und spürst dahin diese Eifersucht. Es geht nicht um diese Frau. Wir wissen alle, die eine Frau könnte kommen, die zweite Frau könnte kommen, die dritte, es ist vollkommen egal, wer diese Frau ist. Es geht darum, dass er überhaupt eine neue Frau hat. Es geht darum, dass er diese Ressource, die er vorher mit dir geteilt hat oder von der du glaubtest, dass sie länger in deinem Leben, in deinem Besitz sein würde, jetzt jemandem anders gibt. Und diese Ressource ist das, wo du diese Eifersucht spürst, weil du das Gefühl hast, dass diese Ressource bedroht wird. So, per se nichts Schlimmes, geht uns allen so, ist ein komplett menschlich und ein menschliches Gefühl, vollkommen normal.
Das Problem ist, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft über den Ex hinwegkommen wollen, dann müssen wir gar nichts von seinen Ressourcen brauchen, wollen, Eifersucht dahin haben. Wir wollen nicht das, was er zu bieten hat. Wir wollen eigentlich nicht seine Liebe und Zuneigung, weil sie uns nicht reicht. Wir sind zwar jetzt noch immer noch daran gebunden, aber wenn du deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein dahin lenkst, dass du genau an diese Ressource gebunden bist, die eigentlich nicht da ist, die du eigentlich gar nicht erst willst, dann wird es leichter. Dann wird es leichter für dich zu verstehen, warum du immer noch emotional daran so hängst und warum du immer diese Eifersucht, diese unkontrollierbare Eifersucht und diese brennenden Gefühle innerlich verspürst, wenn du an ihn mit einer neuen Frau denkst. Wenn du jetzt aber anfängst zu denken, und mach das bitte bewusst langsam, ja? Das, was du hast, will ich nicht. Das, was du zu beten hast in einer Beziehung, will ich nicht. Das reicht mir nicht. Ich will es nicht. Dann wirst du merken, wie auch dieser Gedanke, dass jemand anders das jetzt haben könnte, leichter fällt. Weil ganz ehrlich, soll sie doch haben. Soll sie haben die schlechte, nicht existierende Kommunikation? Soll sie haben diese Beleidigungen? Soll sie haben diese Untreue oder schlechten Sex? Oder soll sie haben? Soll jede Frau haben? Dir ist es vollkommen egal, was mit dieser Ressource passiert, wenn dir klar wird, dass du sie eigentlich gar nicht willst. Du willst sie eigentlich gar nicht. Was du immer noch willst, ist das, was du in deinem Kopf mit dieser Fantasie verbunden hast. Du verbindest diese Ressource mit irgendeiner Fantasie und redest dir selber ein, dass da irgendwas Wertvolles hinter dieser Ressource noch stecken könnte oder dass du da noch was Wertvolles herausbekommen könntest. Da ist nichts Wertvolles. Wenn da was Wertvolles wäre, würdet ihr jetzt noch zusammen sein? Hättet ihr miteinander kommuniziert? Hättet ihr alle Probleme ausarbeiten können? Wäre er für dich da und hätte er mit dir gut gesprochen und dich gut behandelt und sich gut um dich gekümmert und nicht diesen Scheiß abgezogen, den er mit dir abgezogen hat? Und dann hättet ihr euch nicht so getrennt. Wenn ihr euch getrennt habt, dann ist das, was er zu bieten hat an Ressource, nicht das, was du willst und nicht das, was du brauchst. Und wenn es nicht das ist, was du willst, das ist vollkommen unattraktiv und uninteressant für dich, dann kann das jeder haben, ganz ehrlich, weil dann bist du froh, wenn das jemand anders hat, damit du nie wieder mit diesem Mist konfrontiert werden musst. Okay? Ich bin bei dir, du wirst es schaffen, wir werden es alle schaffen, es wird alles gut, bis zum nächsten Mal.